Hallo und willkommen zurück zu Papers, Please. Wir hatten jetzt ganz drei erfolgreiche Tage mit einem terroristischen Anschlag hinter uns. Meiner Familie ist gerade kalt, das heißt, sie kriegen heute mal eine Heizung, aber nichts zu essen. Und schauen wir doch mal, was uns Tag 4 am Checkpoint hier erwartet. So, neue Regeln. Aha. Asotzken. Citizens must show their ID card. Also haben die jetzt auch quasi einen Personalausweis. Ausländer müssen jetzt eine Zugangsberechtigung zeigen. Die Tickets gelten nicht mehr. Okay, das kriegen wir hin. Machen wir das Regelbuch auf. Kläppchen hoch und los geht's. So, er möchte arbeiten für 6 Monate, das stimmt schon mal. Sergei Adushev, das stimmt auch. Die Seriennummer stimmt auch. Republika Lesserandi, das stimmt auch. Das Ding ist auch gültig. Jetzt muss ich gerade mal hier schauen, ob das heißt... Ja, okay, das heißt, bis dahin muss er eingetreten sein. Dann ist auch alles hier richtig. Und wie immer, keinen Ärger machen. So, der nächste. Sie ist... Asotzkan aus Eskristen, das ist richtig. Oh, der Ausweis ist... abgelaufen. Damit kommst du hier leider nicht rein. Wenn man schon von seinen eigenen Bürgern betrogen wird. Ganz furchtbar. Ey, mit dem Entry-Ticket geht's auch nicht mehr. Also, raus hier. Verschwinde endlich. Ja, das ist ja schön und gut, dass du gutes Geld bezahlt hast, aber hättest du vielleicht nur anders kaufen sollen. Visit, besucht jemanden für 60 Tage, das sind 2 Monate, das ist richtig. Mika Hulkonen ist richtig. Moment, die Seriennummer stimmt nicht, damit kommst du leider hier nicht rein. Und der nächste. Möchte jemanden besuchen für 6 Monate. Das ist schon mal richtig. Oh, hier stimmt was nicht. Nein, mit abgelaufenen Dokumenten gibt es hier keinen Zutritt. Da hilft auch ein Fluch nicht. Ich kann da nichts machen, so sind die Regeln. Okay, sie möchte nach Rasotska einwandern. Naomi Shotakovna. Das sieht gut aus. Die Seriennummer sieht gut aus. United Federation Corsita City. Das ist auch gut. Schlecht ist richtig. Das ist alles richtig. Willkommen in Rasotska und keinen Ärger machen. Wunderbar. Der war doch schon mal da, oder? Möchte jemanden besuchen? Für einige Monate. Da möchte ich gerade mal gegenchecken, ob das so richtig ist. Wenn er sagt einige Monate. Ja, er sagt, es ist richtig. Okay, fangen wir mal an. Ist das Stanislav Schrodowitsch? Oh nein, dein Name stimmt nicht. Ach, immer dieser Abschaum aus Kolitschia. Ihr kommt hier nicht rein, wenn ihr immer nur mit gefälschten Sachen ankommt. Ach, den kennen wir doch schon. Ah ja. Nein. Geh weg.
So, jetzt hoffentlich der nächste, bitte. Ah, jemand aus Arsotzka. Sophia Wilhelm, das Datum stimmt, das Gewicht stimmt, die Größe sieht in... ich bin mir nicht sicher, ich guck gerade mal nach der Größe. Ja, das passt. Ausweis ist auch gültig. Moment. Ja, der Distrikt ist auch gut. Willkommen zurück. Ruhm für Arsotzka. Wunderbar. Er möchte hier arbeiten für 60 Tage. Das sind 2 Monate. Das sieht gut aus. Davask Heretzky, das ist richtig. Die Seriennummer ist richtig. Das Geschlecht ist falsch. Du kommst hier nicht rein. Und der nächste. Sie arbeiten für 6 Monate, das stimmt. Tatjaka Rino Waff, das stimmt. Die Seriennummer stimmt. Geschlecht ist richtig. Republika Bostan, das ist auch richtig. Aber der Ausweis ist abgelaufen, also kommst du nicht rein. Also heute versuchen es echt viele. Ha. Besucht jemanden für 90 Tage, das sieht gut aus. Nina Zerayandle, das sieht auch gut aus. Die Seriennummern sind identisch, das passt, Geschlecht passt. United Federation, Great Rapid, das stimmt. Datum funktioniert, Enter by funktioniert auch. Willkommen in Arsotzka, mach keinen Ärger. So, der nächste. Was ist das? Was? Die Stadt hat doch gestimmt. Nein. Ja, jetzt habe ich gerade meinen ersten Fehltreffer gelandet. So ein Mist. Ich muss mehr aufpassen. Hubert Makic. Ja, das stimmt schon. Seriennummer ist in Ordnung. Jetzt habe ich nicht zugehört. Er möchte auf der Durchreise für 2 Tage. Das stimmt. Das Datum stimmt aber nicht. Dann der nächste. Aber das war doch gerade Great... Was? Was? Das Datum stimmte doch nicht. Ah, jetzt ärgere ich mich gerade, aber das Datum war doch falsch. Also, da muss ich ja schon fast mal das Video gleich nachgucken. Okay. Doof. Jetzt habe ich hier aber ganz, ganz viel Zeit. Nur für dich. Elaina Ibrahim. Und da haben wir doch schon den ersten Missstand. Ja, dann kommst du auch nicht rein. Aber oh, 2 Fehltreffer. Das gibt's ja nicht. Oh nein, die Miete ist gestiegen. Oh, das ist ja gemein. Okay, diesmal gibt's Essen, aber keine Heizung. Ja. Oh. Republican Trickster wanted for murder. Vince Lestrade. Ich habe so den Verdacht, dass er wahrscheinlich heute mein Checkpoint passieren möchte. Genau. Ja, jetzt kann ich die detainen, also zur Befragung einknasten. Vince Lestrade, merken wir uns doch mal. Vince Lestrade. Er möchte einwandern. Oscar Carter. Ja, das geht. Die Seriennummer ist falsch. So, du wirst direkt zur Befragung kommt das freundliche Personal?
Nee, nee, nee. Jetzt wollen sie es aber wirklich wissen. Er möchte jemanden besuchen für 3 Monate. Aber ich brauche noch deinen Passport. Was ist das? Temporary Visa Slip to be used for denials only. Okay, bitteschön. Ah. Winslerstraat. Moment. Da war doch was. Erwischt. Nein. Das freundliche Personal zur Befragung wird jeden Moment erscheinen. Heute ist es ein ereignisreicher Tag, also heute wird echt viel verhaftet. So, da stimmt schon was nicht. Die hat nämlich gesagt, sie möchte hier nur durchreisen. Aber in den Papieren steht Arbeiten drin. Ja, klar. So. Das sieht auch schon gar nicht wie nach dir aus. Doch, du bist es aber. Mann, bist du hässlich. Jetzt gucken wir genau in Martha Sredana. Seriennummer stimmt. Os Antegria, Glorian, das stimmt auch. Tja. Du darfst wohl rein. Macht keinen Ärger. So. Ja, ist ja schön, dass du es hast. Du gehst hier nur durch für 2 Tage. Und weil du es hast, gucken wir jetzt ganz genau hin. Laura Kofs, das stimmt. Seriennummer stimmt. Das stimmt hier auch alles. United Federation, Shingleton, das ist auch richtig. Tja, ich kann leider keinen Fehler finden. Also, keinen Ärger machen. So. Durchreise für 2 Tage, das passt. Jakova Willensnück, das passt auch. Die Seriennummer stimmt auch. Na, Moment, da stimmt was nicht. Das ist kein Mann, das ist definitiv eine Frau. Aber da kann ich nicht weiter drauf reagieren, also gehst du nicht rein. Nee, nee, nee. Was haben wir hier? Okay, dafür Durchreise für 2 Tage. Das sieht gut aus. Christopher Sundström. Seriennummer stimmt. Geschlecht ist richtig. Bild passt. Antegria, Glorien, das stimmt auch. Ist noch gültig. Willkommen in Arzotska. Mach keinen Ärger. Wunderbar. Was will der jetzt? Okay, da kann ich nicht drauf reagieren. Dann wird das wohl schon so stimmen. Ich guck mal besser trotzdem genau hin. Piotr Vostok, das stimmt. Seriennummer stimmt. Das passt auch. Antegria Glorien stimmt. Ausweis ist gültig. Ich sehe keinen Grund, warum ich dich nicht einwandern lassen soll. Seine Frau ist direkt hinter ihm. Ich brauche aber eine Zugangsberechtigung von dir. Ah. Ja, was soll ich da jetzt machen? Ich werde es wahrscheinlich bereuen, aber.
Oh, was ist das? Ich habe eine Münze bekommen. Okay. Und natürlich eine Verwarnung, aber... wenn sie doch sterben muss. Okay, sie möchte hier arbeiten für 30 Tage, das stimmt. Lillian Ock. Ock. Okay, Frau Ock, das stimmt auch. Seriennummer ist korrekt. Ist auch korrekt. Aber der Ausweis ist abgelaufen. Nein, so geht das leider nicht. Warum könnt ihr nicht einfach mit ordnungsgemäßen Papieren ankommen? So, der arbeitet hier für einen Monat, das stimmt. Aber der Name stimmt nicht. Oh, ein neues Feature. Okay. Okay, er hat tatsächlich einen zweiten Namen. Gucken wir noch, ob es auch wirklich diese Person ist, ja. Antegria Outer Grace Graus, das stimmt auch. Ja, Mensch mit zwei Namen, du darfst tatsächlich hier rein. Mach keinen Ärger. Gut, ein weiterer Tag erfolgreich in Arzotska geschafft. Und dann machen wir das nächste Mal weiter. Ja, und wie immer, vielen Dank fürs Ansehen. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich schon.